Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films Das perfekte Geheimnis. Das ist ja nun ein wirklich extrem hochkarätig besetzter deutscher Film. Er ist, glaube ich, ein Remake von einer Vorlage, die es jetzt schon in verschiedenen Ländern gegeben hat. Und Stu war so lieb, sich für uns in die Presseverführung zu begeben, hat den Film gesichtet. Dom stellt ihm dazu ein paar schlaue Fragen und daraus ist ein ganz fluffiges Gespräch entstanden zu einem Film, von dem man schon vieles gehört hat, unter anderem, dass er den Zuschauer persönlich verletzte. Das ist vielleicht mal eine ganz interessante Steilvorlage für die Besprechung von den beiden Jungs. Im Anschluss geht es mir um den Film Porträt einer jungen Frau in Flammen. Dazu habe ich mir den Mike geschnappt. Mike hat diesen Film bereits vor einiger Zeit sichten können und war so nett, mir hier Rede und Antwort zu diesem Film zu stehen. Ist so ein historisches Liebesdrama und der Trailer ist sehr beeindruckend. Ist, glaube ich, ein sehr ruhig erzählter Film. Details erfahrt ihr in dem Gespräch, das ich mit dem wunderbaren Mike geführt habe. Ja, und zu guter Letzt gibt es noch ein Doppel zum Film Invisible Sue von Steffen und Kati vom Videomitschnitt-Podcast. Die rocken hier nun wirklich derb das Haus und haben hier eben auch die Besprechung von Invisible Sue vorgenommen. Da müsst ihr unbedingt mal reinhören. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Da könnt ihr in dem Kommentarbereich einfach mal richtig so reinposten, wie euch der Spaß gefallen hat, den ihr hier bei uns gehört habt. Ob ihr die Besprechung gut fandet, ob ihr vielleicht die Filme selbst schon gesehen habt oder sehen wollt. Vielleicht könnt ihr uns auch mal reinschreiben, wie euch die Filme gefallen haben, nachdem ihr sie eben gesichtet habt und vielleicht im Vergleich zu unserer Besprechung. All das sind Sachen, da würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns ebenfalls sehr darauf, dass ihr uns in irgendeiner Form bewertet, also insbesondere bei Apple Podcast, bei Fitch, bei Podcast.de, bei Facebook, bei Google, bei vielen weiteren Plattformen kann man das tun. Darüber würden wir uns wirklich sehr, sehr freuen. Nun also viel Spaß bei unseren drei Filmkritiken und bis zum nächsten Mal. Ciao! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik hier beim Telestammtisch. Ich bin der Dom und wir besprechen heute den Film Das perfekte Geheimnis, der am 31.10.2019 in unseren Kinos anläuft und der neue Film des Regisseurs bzw. des Erfolgsteams von Fuck You Goethe ist, also Regie und Drehbuch Bora Dagtekin. Der Film hat eine Laufzeit von 111 Minuten, eine sehr lustige Schnapszahl, und hat eine FSK 12 zum jetzigen Zeitpunkt. Und ja, ich habe den Film gar nicht sehen können, aber dafür natürlich mein PV-Kollege Stu. Hi. Hallo, darf ich dir ein Geheimnis verraten? Ja. Ich trage gerade keine Hose. Das ist schon länger kein Geheimnis mehr. Ich glaube nicht mal für die Zuhörer. Mist. Okay. Ja, das ist ein Film für Hosenträger, genau. Okay, ja. Ich hatte während der PV eine Hose an, ich möchte das hier erwähnen. Ja. Schöne Grüße an die Pressedame. Ja, Stu, klär uns auf, worum geht es in Das perfekte Geheimnis? Ja, es geht um eine Gruppe von Freunden, drei Frauen, vier Männer, unter anderem gespielt von Caroline Herford, Elias Mbarek, Jella Hase, Florian Herbert-Fitz, Frederik Lau und. Und die treffen sich zu einem, ja, Abendessen, einem gemeinsamen. Und während des Abendessens, ja, kommt man dann auf die total super Idee, lass uns ein lustiges Spiel spielen. Jeder legt sein Smartphone offen auf den Tisch. Und während des Essens werden alle Anrufe, die hereinkommen, auf laut gestellt. Der Anrufer erfährt nicht, dass er auf laut ist, sodass jeder mithören kann. Und alle Nachrichten müssen laut vorgelesen werden. Das gilt auch für WhatsApp und Instagram und was es da nicht alles gibt. Mhm. Und alle Beteiligten sind am Anfang natürlich der Meinung, sie haben keine Geheimnisse. Aber dann, oh Wunder, das stimmt nicht. Und das sorgt dann dafür, dass dieser anfangs gemütliche Abend dann, ja, ein wenig eskaliert. Ja. Laut meiner Information ist der Film ein Remake? Ja, das hat mich ein bisschen verdattert. Das Original ist ein italienischer Film, den gibt's hier in Deutschland zu sehen unter dem Titel Perfect Strangers. Mhm. Und der ist im Februar 2016 in Italien gestartet. Und es gibt bislang 10 Remakes von dem Film. Und Das perfekte Geheimnis ist die Nummer 11. Unter anderem gibt es Filme aus Russland, aus Spanien, übrigens inszeniert von Alex de Iglesias, und auch Südkorea. Ich glaube, die beiden Vertreter gibt es auch hier in Deutschland. Mir ist nur gerade entfallen, wie sie heißen. Ja, und jetzt hat sich eben Bora Dagtekin, Verzeihung. Ja, ich spreche mir auch einen an dem Namen ab, ich weiß ja auch nicht. Dem angenommen und hat da, wie du ja schon gesagt hast, einen Großteil seiner Fuck You Goethe Crew wieder mit einbezogen. Nahezu alle, würde ich sagen.
Also man hat zwar jetzt noch irgendwie, wen hattest du erwähnt, Florian David Fitz, gut, der ist ja auch so ein üblicher Verdächtiger, was das angeht. Jessica Schwarz, die hat sich ja mittlerweile schon ein bisschen mehr jetzt im Charakterfach etabliert, hatte ich das Gefühl in den letzten Jahren. Aber ansonsten haben wir halt, ja, Elias Mbarak vorneweg, ne, Jella Haase, wer war da jetzt noch? Ich muss aber sagen, es ist wirklich ungewohnt. Ich habe jetzt Jella Haase jetzt schon in mehreren Filmen außerhalb von Fuck You Goethe gesehen und finde, dass die gute Dame auch wirklich Talent hat. Mhm. Aber wenn man sie dann mit Caroline Herfurth und Elias Mbarek so in einer Szene sieht, denkt man halt immer, das ist diese Chantal. Das hat mich teilweise so ein bisschen vor Probleme gestellt, weil ihre Rolle, sie spielt eine Tierärztin, die sehr esoterisch angehaucht ist. Ich glaube, ihre Rolle heißt Bianca. Mhm. Natürlich das absolute Gegenteil ist zu Chantal. Und ich finde es ja auch gut, dass sie nicht auf diesen Rollentypus jetzt festgelegt ist. Aber vielleicht hier nochmal als Tipp, die Goldfische, da spielt sie auch ganz toll. Ach ja, stimmt, genau, der lief Anfang des Jahres, glaube ich, ne? Ja, ja, und da auch Vier Könige, aber hier geht es ja nicht um Vier Könige oder die Goldfische, hier geht es ja um das perfekte Geheimnis. Mhm. Deswegen, ja, ich bin bereit, mich deinen Fragen zu stellen. Ja, also der Plot klingt extrem dünn. Ja. Es klingt irgendwie wie so eine, ich meine, es gibt ja so diese Dinnerfilme, ja, zum Beispiel sowas wie The Invitation oder so. Ja. Und das klingt jetzt für mich einfach wie ein Dinnerfilm für die WhatsApp-Generation. Also, der Plot ist sehr dünn, aber oft sind halt eben die einfachen Dinge, die am besten funktionieren. Mhm. Und ich mag den Plot an sich, weil wenn man mal überlegt, wie wichtig diese Smartphones für uns geworden sind und wenn ich mir überlege, möchte ich, dass andere Leute oder auch Leute, die mich kennen, in mein Smartphone gucken und da gucken, was ich da für Fotos, für Nachrichten und für Anrufe getätigt habe. Ich glaube, das wäre mir nicht so recht. Von daher finde ich die Prämisse an sich durchaus interessant. Und ich glaube, dass der Film auch gerade deswegen so oft geremaked worden ist an allen Orten der Welt, weil das eine relativ universelle Geschichte ist. Ich glaube, die ist jetzt nicht gebunden an eine Nation. Da ist natürlich schon was dran. Also ich meine, es ist ja dann unter dem Gesichtspunkt ist es dann auch nicht uninteressant, was halt das Smartphone auch über jemanden aussagt. Also auch über seinen Charakter zum Beispiel, ne? Was er da so drauf hat oder was er für Kontakte hat. Ist ja letzten Endes, also bei manchen ist das Smartphone ja ein Teil der Persönlichkeit, muss man ja einfach sagen heutzutage. Ja, das stimmt. Ja. Ja, wie ordnest du den Film denn so in Relation, also du als großer, 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 großer Fuck You Goethe-Fan? Ich komm dir gleich nach Bochum und schlag dich tot, du Arsch. Ja, das zensieren wir hier. Ihre Verbindung wird gehalten, wir haben gerade technische Probleme. Wie ordnest du denn den Film in Relation zu so den bisherigen Boradak-Tekin-Werken ein? Es ist sein bislang erwachsenster Film. Was auch damit zusammenhängt, weil die Figuren halt allesamt erwachsen sind. Ja, also das sind alles Figuren, die mit beiden Beinen oder Füßen im Leben stehen. Die haben natürlich auch immer so ihre Probleme. Also Frederik Lau zum Beispiel ist halt spielt einen Taxifahrer, der jetzt von den allen anwesenden Personen der ist, der, glaube ich, die meisten Probleme, was so Finanzen hat, im Leben zu tun hat. Mhm. Nichtsdestotrotz ist das jetzt kein Film, wo ich das Gefühl habe, dass der wirklich ernsthaft etwas über diese Figuren oder über ihre Lebenswelt aussagt. Denn diese Lebenswelten, die uns da präsentiert wird, die sind sehr gut situiert. Ja, die arbeiten alle in Schönheitskliniken, Therapiepraxen und Werbeagenturen. Es gibt halt ein paar Szenen, wo wir die Figuren halt außerhalb dieser Wohnung sehen. Dann sind das auch relativ vermögend aussehende Gebäude, in denen die sich aufhalten. Mhm. Ja. Das ist halt so typisch deutsch. Also das ist gerade bei deutschen Komödien habe ich immer das Problem, dass diese Filme immer Thematiken ansprechen oder behandeln, die auch relativ universell sind, aber dafür benutzen sie halt immer Figuren, die in einer Welt agieren, die, wie ich finde, immer sehr fern von authentisch oder der Realität ist. Ja, das erlebt man ja bei sämtlichen Til Schweiger-Filmen, die wirken ja teilweise wie aus einem Paralleluniversum, ne? Genau, genau. Und hier setzt sich das dann fort in dem Fall? Ja, aber es ist nicht ganz so schlimm, finde ich. Mhm. Was einfach daran liegt, dass, ich würde sagen, 85% des Films halt wirklich in dieser Wohnung spielen. Mhm. Und auch direkt an diesem Esstisch. Also das fällt nicht so sehr ins Gewicht. Also ich weiß noch, dass dieser eine Film 100 Dinge mit Matthias Schweighöfer und Florian David Fitz, der ja auch beim Perfekten Geheimnis mit dabei ist,
dass das so ein Film war, wo ich dachte, okay, die müssen 100 Dinge abgeben, aber die wohnen in riesigen Lofts und haben irgendwie eine erfolgreiche Firma, die können auch 1000 Dinge abgeben und denen geht's noch gut. Ja. Ja? Also so schlimm ist das perfekte Geheimnis nicht. Wie ist der denn so rein? Also ich habe jetzt keine Trailer tatsächlich vorab gesehen. Was mich ja persönlich an den Fuck You Goethe-Filmen stört, ist dieses unglaublich aufdringliche Color Grading. Also was wirklich schon aussieht wie ein nicht enden wollender MTV-Clip. Wie ist das denn hier? Ja, ich weiß, was du meinst. Mhm. Ich bin mir sicher, dass auch hier Color Grading zum Einsatz kam, aber das ist wirklich der visuell anschaubarste Film vom Regisseur bislang. Also der wirkt relativ natürlich noch. Also du hast jetzt keine Szenen, wo du denkst, was ist mit der Sonne los? Ja. 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 Detoniert die Sonne gerade oder warum ist es so hell hier? Das hast du nicht. Ja, gut. Also visuell ist der Film, also das ist kein Film, der visuell Bäume ausreißt, aber das ist ein Film, der visuell zumindest natürlich aussieht. Okay, ja gut, da ist natürlich dann auch, wenn das halt eher so kammerspielartig angelegt ist, schon bedingt durch die Vorlage, ist das natürlich klar, dass jetzt hier nicht so gekleckert werden kann visuell wie in Fuck You Goethe 2 zum Beispiel, der ja dann in Thailand spielte. Ja. Ja. Und vor allem, der Film spielt halt auch nur an einem Abend, also Abend, da ist die Sonne schon untergegangen. Mm. Und er spielt zu einer Mondfinsternis. Okay. Jetzt muss ich ja zugeben, also ich habe ja durchaus manchmal eine Schwäche für diese Dinnerfilme. Mm. Weil an denen ist ja interessant, wie da halt Welten aufeinanderprallen und also auch so Ideologien oder Weltanschauungen und so dann erst so nach und nach im Verlauf des Gesprächs sich so herausschält, worum es hier wirklich geht. Wie ist das denn hier bei dem Film? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, also wenn die jetzt alle so relativ schon aus einer Volksschicht stammen, dass dann da eben nicht so Welten aufeinander prallen können tatsächlich, ne? Ja, im Prinzip ist es einfach so, sobald die Smartphones halt da auf dem Tisch liegen, fängt's halt ganz seichte an mit irgendwelchen Streichen, die gespielt werden. Und dann steigert sich das halt immer mehr. Und dann gibt's dann auch so die ersten, sag ich mal, Betrugsversuche mit, hey, komm, lass uns die Smartphones tauschen, weil da gibt es halt die Kollegin, die mir immer zum Spaß irgendwelche Nude-Pics schickt und solche Sachen. Und das steigert sich halt immer weiter hoch, bis es dann zum Schluss halt die große Explosion kommt und jede Figur in dem Film irgendwie nicht mehr die Figur ist, die, wie wir sie am Anfang kennengelernt haben. Also wo jeder so, ich sag mal, Seelenstriptease macht, weil das jetzt übertrieben ist. Das ist kein Film, der vom Zuschauer jetzt viel abverlangt. Mhm. Ja, das ist insgesamt relativ gut gespielt. Problem ist aber, finde ich, dass bei einigen der Paare so die Chemie nicht ganz stimmt. Mhm. Gerade Caroline Herford und Elias Mbarek, also da geht es halt darum, sie ist halt so berufstätige Mutter und total im Stress und er ist halt eben der Vater, der sich Elternzeit genommen hat, aber insgeheim möchte er doch lieber arbeiten und sie möchte eigentlich insgeheim doch lieber bei ihren Kindern sein, aber das geht natürlich nicht, weil Gleichheit und so. Mhm. Das funktionierte irgendwie nicht. Was ich komisch fand, weil die haben ja jetzt schon in 2 oder 3 Fuck You Goethe-Filmen miteinander zu tun gehabt. Und die kennen ja dadurch auch den Regisseur sehr gut. Und da stimmte die Chemie irgendwie nicht. Das passte nicht ganz. Insgeheim ist, glaube ich, mein Favorit Wotan Wilke-Möhring, weil dem seine Figur noch so ein bisschen, die ist von allen noch am liebenswertesten. Die wirkt doch von allen so, obwohl er irgendwie Schönheitschirurg ist, bodenständig. Auch wenn er halt irgendwie irgendwelche Tittenbilder auf dem Handy hat, aber nur für die Arbeit. Ja, natürlich. Weil er muss halt gucken, ob es auch das Ergebnis gut geworden ist, ja. Ja. Ja, gut, das überrascht mich dann schon, dass die Chemie dann der Darsteller nicht so da ist, weil ich meine, die müssten ja eigentlich sehr eingespielt sein von 3 Fuck You Goethe-Filmen. Ja, also wie gesagt, das ist nicht so, dass man denen das nicht abnimmt, aber irgendwie der richtige Funke, der springt bei mir, also zumindest bei mir sprang der nicht rüber. Mhm. Das ist schon schade. Und auch hier Jella Hase und Frederik Lau, ich weiß nicht, das fand ich auch ein bisschen seltsam. Mhm. Aber das liegt auch, glaube ich, daran, weil Frederik Lau spielt halt so eine typische Frederik Lau-Figur. Mhm. Ja? Und Jella Hase spielt halt so eine Esoterik-Braut. Wo ich mir auch immer gewünscht hätte, dass zwischen den beiden ein bisschen mehr die Fetzen fliegen. Also, sie fliegen schon. Mhm. Aber das ist halt so eine Konstellation von ein paar, wo ich mir gewünscht hätte, dass es da am Anfang an schon so mehr Reibungspunkte gibt. Und die kommen halt nicht zum Vorschein. Okay. Und also das Schlimmste eigentlich ist, dass der Film
zum einen halt total konstruiert wirkt und förmlich nach dieser Konstruktion stinkt, weil diese, sobald halt ein Handy irgendwie vibriert oder bimmelt, ist klar, okay, jetzt kommt das nächste Stichwort. Mhm. Ja, dann wird dieses Stichwort halt in die Runde geworfen, dann wird darüber laut diskutiert, dann wird auch, also dadurch entstehen durchaus auch amüsante Szenen, nicht falsch verstehen. Also, es gibt durchaus echt ein paar nette Gags in dem Film. Aber es wirkt nie so authentisch. Es wirkt immer zu aufgesetzt. Und dazu ist das Problem, wenn du so eine Szenerie hast, wo einfach 7 Menschen am Tisch rumsitzen, dann wirkt es einfach immer gestellt, wenn du das Gefühl hast, die reden nicht wirklich so durcheinander. Ja, es wirkt einfach wirklich wie, oh, jetzt bin ich dran, dann bist du dran, dann ist der dran. Da fehlt einfach so diese Gesprächsdynamik. Es wirkt halt wirklich sehr abgesprochen alles. Ich weiß nicht, ob du den Film Der Vorname gesehen hast, das Remake von Sölke Bortmann. Ne, das Original habe ich gesehen. Oder das Original. Jetzt auch kein Film ohne Schwächen, aber bei dem ist es besser gelungen, dass sich diese Gespräche wirklich dank der Dynamik authentischer angefühlt haben. Aber der hat natürlich auch irgendwie dann so ein bisschen so ein gewisses Anliegen, würde ich noch sagen, ne? Also rein durch die Grundidee dann, weil hier, also die Grundidee ist ja gar nicht mal unbedingt schlecht, aber ich habe den Eindruck, dass man nicht so viel raus macht tatsächlich oder dass es eigentlich eher so ein Mittel zum Zweck ist. Ja, also der Film hat schon so seine Aussagen, die er trifft. Einige davon, da versucht der Film auch so ein bisschen mit Bisskraft zu agieren, aber er hat vergessen, sich die Dritten einzusetzen, deswegen ist diese Bisskraft eher so nah. Aha. Und bei einer Sache, die fand ich wirklich richtig, richtig widerlich, muss ich gestehen. Und ich würde jetzt hier einfach mal mir erlauben, mal so eine kleine Spoilerwarnung rauszuhauen. Ja. Ich werde jetzt nicht konkret sagen, worum es, um welche Figur es geht, aber es kommt halt im Laufe des Filmes heraus, dass eine der Beteiligten homosexuell ist. Oh mein Gott. Worauf ein anderer Beteiligter sehr schockiert darauf reagiert und dann halt eben so Sachen gesagt wird, aber das kann doch nicht sein, du verhältst dich auch gar nicht wie eine Schwuchtel und so, weißt du, so richtig schön so homophober Gesprächsstoff. Ja. Und am Ende ist es halt so, dass sie ihn dann doch lieb haben und verprügeln dann den Typen, der ihn in seiner Berufswelt immer mobbt, weil er schwul ist. Und der Film schließt also quasi so mit der Botschaft, es ist schon okay, wenn du homophob bist, solange es da draußen Leute gibt, die noch homophober sind. Ah, gut. Fand ich irgendwie nicht so geil, muss ich gestehen. Fand ich ziemlich Panne, ziemlich dämlich. Und auch ziemlich mutlos. Ja, da setzt sich dann auch irgendwie so das fort, was auch schon so man teilweise zwischen den Zeilen so in den Fuck You Goethe-Filmen steckt, ne? Ja. Das, ich meine, die sind ja, also ich kann die auf den Tod nicht leiden, muss ich mal hier an der Stelle sagen. Willkommen im Club. Und zwar nicht nur aufgrund ihrer, ja, ist egal. Also die Fuck You Goethe-Filme halte ich teilweise schon für höchst fragwürdig und bedenklich schon. Also machen wir es kurz, Fuck You Goethe 1 ist nicht gut, aber den kann ich doch einigermaßen ertragen. Teil 2 ist eine Frechheit und Teil 3 ist eine Frechheit hoch 2. Okay, ja, Teil 3 habe ich noch vor mir, vielleicht reicht es dann diesmal zum Hassfilm. Ja, ja. Ich muss aber dazu sagen, ich mag Elias Embark trotzdem. Nicht in den Fuck You Goethe Filmen, aber ich glaube, dass Elias Embark wirklich ein recht guter Darsteller ist, der hat dieses Sunnyboy-Image durchaus ganz gut verkörpert und der hat auch danach, nach Fuck You Goethe, in einigen Filmen mitgespielt, wo ich sage, ja, da hat er eine gute Leistung vollbracht, wie halt eben dieses bescheuerte Herz. Oder Der Fall Collini ist jetzt auch kein toller Film, aber auch da fand ich ihn darstellerisch echt ganz gut. Und bei Das perfekte Geheimnis, da ist halt das Problem mit der Chemie zwischen ihm und der Herford, aber auch da, finde ich, macht er einen soliden Job. Also es gibt von den Darstellern niemanden, wo ich sagen würde, boah, der oder die spielt scheiße. Es ist aber so, das Ganze, es überzeugt mich halt nicht so ganz. Und das ist schade, weil, wie ich schon sagte, diese einfache, simple Idee eigentlich ziemlich gut ist. Ja, die ist dann natürlich vom Original entliehen. Jetzt wäre so meine letzte Frage. Meinst du, der Film hätte besser funktioniert, wenn man halt nicht diese angestammte Fuck You Goethe-Crew genommen hätte? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, die hätte durchaus das machen können. Sie hätten sich aber vielleicht ein bisschen mehr trauen dürfen. Weil letztlich ist das ein Film, der schon versucht, dass der Zuschauer mit einem guten Gefühl das Kino verlässt. Obwohl der Film nach einer gewissen Zeit komplett darauf hinausläuft eigentlich, dass es halt für manche Situationen einfach kein gutes Ende gibt. Und deswegen ist es halt umso ärgerlicher, dass er dann am Ende auf Teufel komm raus uns dann noch so ein Glückseligkeitsende da zusammenschustert. Was aber
nicht funktioniert und was, wo jede einzelne Schraube am Ende auch ordentlich knirscht. Und das Ende ist dazu auch noch ein bisschen zynisch, muss ich gestehen. Mhm. Und damit meine ich jetzt nicht diese Sache mit der Homophobie, sondern einfach, es gibt halt zum Schluss noch so, ja, so einen kleinen Twist, will ich es mal nennen, der auch nicht hätte sein können. Und ich muss sagen, ich habe das Original nicht gesehen. Mhm. Also nicht das, also ich habe, glaube ich, das französische Remake gesehen. Aber ich habe mir sagen lassen, im italienischen Original, dass der endet auch anders. Mhm. Der endet wesentlich ambivalenter. Und wenn dem perfekten Geheimnis etwas fehlt, dann ist es Ambivalenz. Das ist natürlich schade, wenn die in der Hauptgeschichte drinsteckt. Hast du denn das Gefühl, dass das manchmal so nach oben schwappt in dem Remake? Also, dass du spürst, dass da im Original mehr war? Kann ich jetzt nicht behaupten. Okay. Ja, vielleicht auch schon so durch die Grundidee, aus der man letzten Endes hier nicht so allzu viel gemacht hat oder halt nicht so. Ja, halt so eher so die sichere Schiene gefahren ist mit einer Idee, die an sich vom Konzept her gar nicht mal unbedingt schlecht ist. Ja. Diese Idee hat halt einmal das Problem, dass diese Handys einfach nicht mehr sind als Stichwortgeber. Das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch im Original so sein. Die Frage ist halt eben, was man aus diesen Stichwörtern macht. Und wie gesagt, wenn der Film halt wirklich dann so mit dieser Botschaft endet, ey, du darfst gerne homophob sein, das ist absolut okay, denn draußen gibt's halt doch Typen, die sind noch homophober als du. Ich weiß nicht, das mich ärgert sowas. Ich finde das nicht gut. Ich meine, jedes Arschloch der Welt darf gerne homophob sein, aber es ist halt immer Arschloch. Ja. Ne? Das ist, ja, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Ja. Und du kannst vergeben 1 bis 5 Stichwort-Handys. 1 bis 5 Stichwort-Handys. Dann gebe ich 2 Stichwort-Handys. Oh, okay. Ja, also er hat durchaus seine wirklich amüsanten Momente und ich muss auch gestehen, ich habe mich in der Pressevorführung auch ein bisschen alleine gefühlt, weil um mich herum wirklich die Leute oft am Lachen waren. Mhm. Ja, vielleicht ist es einfach nicht mein Film. Ich habe schon schlechtere Filme gesehen, der hat durchaus Aspekte, die haben funktioniert, aber alles in allem sind da doch zu viele Sachen, die eben nicht funktioniert haben für mich. Mhm. Deswegen muss ich da leider sagen, nur 2 von 5 und hoffe, dass der Regisseur bei seinem nächsten Film vielleicht visuell auf der gleichen Schiene bleibt. Das würde mich freuen. Mhm. Aber vielleicht inhaltlich nicht ganz so auf Nummer sicher geht. Aber ich sag mal so, alles ist besser als ein Fuck You Goethe 4. So. Okay. Ja, erfolgreich wird der wahrscheinlich allein schon werden, weil dann in den Trailern irgendwie nuanciert wird, oh, von den Machern von Fuck You Goethe. Ne? Und ja, also Erfolg dürfte der werden, denke ich mal. Allein schon wegen Ilias Mbarek, ne? Sag das nicht. Also, ich glaube, dass der Falcolini, der war ein ziemlicher Flop. Ja, der war natürlich auch sehr ernst, ne? Ja. Das, also, ja. Ganz ehrlich, wenn der Film Erfolg wird, es gab in den letzten Jahren echt viele deutsche Filme, die sehr erfolgreich waren, die diesen Erfolg meiner Meinung nach nicht verdient hätten. Wenn das perfekte Geheimnis ein Erfolg wird, damit kann ich echt leben. Das ist okay für mich. Alles klar. Gut, dann wenn wir soweit durchs tun. Ja. Ja, wollen wir die Gelegenheit nutzen für Eigenwerbung oder sparen wir uns das? Ja, kommt Dominik und mich, könnt ihr auch bei Movieback hören und lesen und ich glaube, das reicht, oder? Ja, das reicht. Gut. Definitiv. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Porträt einer jungen Frau in Flammen, der jetzt am 31. Oktober 2019 in die deutschen Kinos kommen wird. Er bringt eine Gesamtlaufzeit von knapp 2 Stunden mit und ist ganz offiziell ein historisches, romantisches Drama. Ungefähr diesen Eindruck habe ich auch, nachdem ich mir den Trailer angeschaut habe. Und ich glaube, es ist ein französischer Film, der uns von Regisseurin Céline Sciamma oder so ins Kino gebracht wird. Ganz genau weiß ich das aber nicht so. Wer es besser weiß, ist jemand, der uns relativ neu jetzt beim Telestammtisch unterstützt. Moin, Mike. Hallihallo. Ich bin jetzt dritten Mal dabei. Ich bin mir gar nicht schon sicher. Und naja, einmal egal. Ist schöner als das andere. Genau, es wird immer besser mit euch. Jo, erzähl mal, sag mal, wo hast du den Film eigentlich, warum gesehen und wann? Ach, das war, glaube ich, vor 2 Wochen in der Pressevorführung. Und ich wusste auch gar nicht genau, was mich da erwartet. Also ich habe nicht mal den Trailer vorher gesehen, sondern nur den Titel erkannt und das Cover gesehen und da wusste man schon, okay, das wird ein bisschen Arthouse-lastiger, aber ja, war wirklich sehr positiv überrascht, um das schon mal vorwegzunehmen. Das freut mich, denn ich habe schon verschiedenste Sachen dazu gehört und ich bin sehr gespannt von dir zu erfahren, wovon der Film zum Beispiel überhaupt handelt. Ja, also wir können ja direkt anfangen. Mhm.
In Porträt einer jungen Frau in Flammen geht es quasi darum, wir befinden uns im späten 18. Jahrhundert, 17. Jahrhundert, Entschuldigung, in Frankreich auf einer Insel, verfolgen dabei eine Malerin Marianne, gespielt von Noémie Merlant, die auf besagte Insel gerufen wurde, um ein Porträt einer Frau anzufertigen, beziehungsweise von ihr, und sie darf davon nichts erfahren. Sie wird quasi engagiert, um zum Schein hin sie immer zum Spaziergang zu verfolgen, sie sozusagen ein bisschen zu belustigen, und soll dann quasi aus ihrer Erinnerung heraus ein Porträt von ihr erstellen, welches dann im Endeffekt an ihren angetrauten Ehemann, also den zukünftigen, versendet werden soll, um die Trauung final zu machen. Genau. Mhm. Der Trailer vermittelt den Eindruck, als gäbe es auch große Horror- oder zumindest mal Mystery-Elemente. Wie sieht es denn damit aus? Ganz und gar nicht. Also wir befinden uns hier wirklich, ist es eher eine Mischung aus Liebesgeschichte, Period Piece und Sozialkommentar. Aha. Also es ist wirklich eine sehr interessante Mischung, vor allem da das nicht alles sehr so plakativ ausgespielt wird, sondern wirklich eher, ja, sehr subtil im Hintergrund, sehr langsam und vor allem durch sehr lang anhaltende Bedeutungsschwangere, klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber es ist eher positiv gemeinte Blicke. Mhm. Okay, also den Eindruck hatte ich nach dem Trailer einfach nur, weil man, keine Ahnung, man sieht zum Beispiel eine Frau, die scheinbar gerade anfängt mit Brennen und so langsam wegläuft, ohne sich da quasi da ein Problem drin zu sehen, dass sie brennt, oder irgendwelche Aufnahmen, wo wir diejenige, die gemalt werden soll, nur von hinten sehen oder nur mit Kapuze oder so. Und dann führt man scheinbar sehr bedeutungsschwangere Kommentare. Das war so der Eindruck, den ich hatte. Deswegen dieses Mystery-Ding, alles ein bisschen dunkel, ein bisschen düster, aber scheinbar bin ich da auf die falsche Fährte geführt worden. Ja, leider schon. Also da bin ich ja umso froher, dass ich den Trailer wirklich nicht gesehen habe vorher. Also wir haben wirklich, im Grunde haben wir eine sehr komplexe Liebesgeschichte, die sich dann im Endeffekt auch noch zu einer Dreiecksbeziehung ausweitet. Ja. Okay, dann lass doch mal genau diese Protagonisten, die scheinbar Zentrum dieser Dreiecksbeziehung sind, mal ein bisschen ja beleuchten. Wir haben hier mal verschiedene Namen und ich hoffe, ich habe jetzt hier aus IMDb die richtigen Gesichter rausgesucht. Und mit Französisch habe ich es ja sowieso nicht so. Ich weiß nicht genau, wie das bei dir aussieht, aber es gibt eine Schauspielerin, die würde ich irgendwie Adele Hennel oder so aussprechen, und die hat eine, oh Gott, Heloise? Eloise. Eloise, genau. ist das diejenige, die gemalt werden soll? Genau. Die hübsche Blondine, kann man so sagen, mit ihrer ewigen Jugend, die dann auf Leinwand gebannt werden soll. Wie tickt die denn? Wie ist das? Wie ist die drauf? Wie ist die gespielt? Das Interessante ist ja, dadurch, dass, da kommen wir direkt schon in den Bereich Richtung Sozialkommentar, sie wird verheiratet an jemanden in Mailand, den sie noch nie vorher gesehen hat. Und von daher ist sie sehr verschlossen, sehr mürrisch, aber auch sehr zielstrebig, was ihre Gedankenwelt angeht. Und ja, trifft dann eben auf Marianne, die gar nichts mit dieser Welt anfangen kann, in der diese, ach, wie nennt man das, Strukturen oder Werte? Genau, diese Gesellschaftsstrukturen auf sie wirken. Denn sie kann sich ihren Mann sozusagen frei auswählen, wohingegen Eloise von vornherein direkt verheiratet wird, ohne denjenigen gekannt zu haben. Also wir haben da dann diese Probleme einer gesellschaftlichen Stellung oder die Probleme der Frau in der früheren Zeit, die dann aber jetzt nicht sonderlich, ja, wie ein Blick in die Vergangenheit wirken, sondern sich dann doch relativ frisch anfühlen. Das ist eben das Besondere, dass man quasi doch ein Period Piece hat, also ein Historiendrama, Historienromanze, kann man sagen, die sich aber gar nicht so anfühlt. Ja, wie fühlt die sich denn an? Habe ich dich richtig verstanden, dass diese Romanze zwischen den beiden Frauen entsteht? Genau. Wie glaubhaft und realistisch ist das denn? Wie aufgesetzt oder wie echt? Ist da ein Vibe? Ist da ein Blitzels da? Also es gibt so ein schönes Zitat da drin. Do all lovers feel as though they're inventing something? Also sozusagen die beiden Frauen liegen sich zum ersten Mal nackt gegenüber und dann wird quasi die Liebe erkannt, von wegen, ob das sich für alle so anfühlt, dass sie etwas Besonderes erschaffen. Man sitzt auch wirklich im Kino und denkt sich so, ja, es ist schon was Besonderes, was hier gerade passiert, was da sich abspielt. Und es ist jetzt nicht so wie,
Ja, im Vorgespräch hat man kurz Gut gegen Nordwind erwähnt, dass das eher so eher plakativ, man weiß, wo das Ganze hinläuft und mit so Genre-Klischees gearbeitet wird, sondern wir haben hier wirklich alles sehr subtil. Es wird viel mit langen Einstellungen gearbeitet und auch viel mit lang anhaltenden Blicken, die in denen man dann so ein bisschen die Liebe spürt. Klingt so, als müsste man da eigentlich schon wissen, auf was man sich einlässt, um vielleicht da, sag ich mal, affin für zu sein oder auch einen Zugang zu finden. Wie sieht's aus mit der zweiten Person, mit der Malerin? Wer ist das denn so? Wie tickt die? Ja, also wir haben direkt am Anfang eine kleine Szene mit ihr, in der sie quasi auf die Insel kommt mit dem Boot, ihre Leinwände irgendwie ins Wasser fallen und sie direkt hinterher springt. Daraufhin, nachdem sie eben in besagter Villa, sag ich mal, ankommt, zieht sie sich nackt aus, sitzt vor dem Kamin ringsrum ihre Leinwände und sie trocknen so zusammen. Also das sieht halt auch schon wunderschön aus. Kann man sich so ausdrucken und irgendwo hinhängen. Sie hingegen als Charakter, ja, kann nicht ganz verstehen, wieso Eloise so aufgedreht ist über die ganze Situation. Sie versucht sie dann immer zu ermutigen, so, ja, du gehst dann nach Mailand, die schöne Musik, die Leute, die Stadt und alles. Aber sie kann das noch nicht ganz greifen, bis sie sich dann in Eloise verliebt. Und eben dieses Gefühl, diese Verlustängste entwickelt. Und dann versteht sie auch langsam, wie Eloise tickt. Kann das sein, dass die Malerin, sagen wir mal, ein bisschen irre ist? Nein, das jetzt nicht. Okay, weil gerade dieses Ding so mit den Bildern zusammen trocknen, nackt vorm Kamin sitzen. Ja, es ist eher, wir haben hier schon einen Arthouse-Film. Also man muss da auch, er geht zwar nur zwei Stunden in Anführungszeichen, aber man muss da schon ein bisschen Sitzfleisch haben. Es wird alles sehr langsam erzählt, wie gesagt, langanhaltende Einstellungen, man geht spazieren, es geht viel über Dialoge und so weiter und auch die kleinen, ja, das sind die kleinen Dinge, die man da sieht. Wenn 5 Minuten, nein, nicht 5 Minuten, aber wenn lange auf die Gesichter angehalten wird und es sich nur kleine Regungen sind, das sind so die Sachen, die man dann aufnimmt und das, die den Film auch ein bisschen besonders machen in der Sache. Du hattest ja von einer Dreiecksbeziehung gesprochen. Würden wir zu viel spoilern, wenn wir auf die genauer eingehen? Nicht unbedingt, aber ich würde sagen, die ist eher irrelevant zum Ende hin. Okay. Wer ist denn Nummer 3? Das müsste das Hausmädchen sein, die später noch in diese Beziehung ja reinrutscht, sage ich mal. Sophie? Genau. Okay. Dann sind das nämlich laut IMDb-Liste die einzigen, die wirklich Namen haben. Alle anderen haben nur französische quasi Bezeichnung für ihren Job, also eine Comtesse und irgendwas mit Atelier und irgendwas mit Salon. Also ich habe keinen Plan, was genau das bedeutet, aber ich vermute mal, das sind so quasi Bezeichnungen für deren Jobs. Ja, interessant, das sind das die 3 einzigen, die da scheinbar einen Namen haben. Ich klicke hier währenddessen natürlich auch mal so ein bisschen durch die Bilder und das ist ja natürlich auch ein Film, der letztlich viel so von Atmosphäre, von Setting und eben auch von Kostümen lebt. Wie sehr ist das denn hier präsent, weil wir ja auch gleichzeitig eine ganze Menge Außenaufnahmen haben und die jetzt ja vielleicht nicht so geeignet sind, auch den Zeitgeist der damaligen Zeit einfach zu vermitteln. Wie sieht's aus mit eben Ausstattung und Kostümen? Also auch schon Kostüme sind zeitgemäß, sind auch sehr, ja, es passt einfach wunderbar zusammen. Also das Gesamtbild, was der Film bildet durch das Setting, fügt sich wunderbar zusammen. Wir haben auch, das Besondere ist, dass die Charaktere jetzt nicht sonderlich ständig, wie das in manchen PvP-Pieces eben der Fall ist, ständig die Kleider wechseln, um das Prunkvolle darzustellen, wie toll man die Kostüme erstellt hat, sondern wir haben eigentlich die beiden Hauptcharaktere, Marianne und Eloise, tragen im Grunde nur zwei Kleider den ganzen Film über, die sich aber dann immer ein bisschen weiter aufbauschen, kann man sagen. Also man hat immer so kleine Nuancen, die sich daran verändern. Okay. Also man merkt dann auch schon in den Kostümen, dass dann doch eher der Fokus auf den Charakteren liegt, anstatt auf dem Drumherum. Ich persönlich bin ja sehr empfänglich für alles, was gezeichnet ist. Ich bin ja total der Comic-Fan, stehe total auf Illustrationen und kann mit so optischer Kunst, sage ich mal, ich kann dem sehr viel abgewinnen, gerade wenn die einen gewissen Realismus mitbringt. Was für eine Rolle spielt hier das Zeichnen oder Malen viel eher? Das Zeichnen ist, oder beziehungsweise genau, das Malen ist eher Beiwerk.
man kann sagen, es hat dann im Endeffekt eher was Romantisches, wenn man den Gegenüber, der einem lieb geworden ist, malt. Wenn es dann Streitigkeiten gibt und sowas, dann schwingt da immer ein gewisses Gefühl mit in der Kunst. Aber einen sonderlich großen Fokus hat die Kunst jetzt an sich nicht unbedingt. Okay, alles klar. Gibt es noch weitere Punkte, auf die wir eingehen sollten? Vielleicht einen geilen Soundtrack oder besondere Kameraarbeit? Irgendwas, was dir noch aufgefallen ist? Jetzt eigentlich nicht. Also man kann vielleicht noch erwähnen, dass der Film leider die Auswahl für den Oscar-Film verpasst hat für Frankreich. Sonst auf Cannes relativ gut abgefeiert wurde. Hat die Goldene Palme für das beste Screenplay gewonnen und die Queer Palm, also die homosexuellen Palme, kann man das so übersetzen. Ja. Aber sonst, das okay. War's. Ja, trotzdem klingt das tatsächlich ganz interessant und ich habe an der einen oder anderen Stelle schon Leute gehört, die sich sehr auf den Film freuen und ich freue mich auch ein bisschen immer, wenn so, sage ich, also die queere Szene ein bisschen repräsentiert wird, auch wenn das jetzt vielleicht auf eine Zeit projiziert wird, mit der ich persönlich noch nicht so viel anfangen kann, aber spannend klingt das allemal. Da würde ich dich jetzt hier ganz gern als vorletzte Frage noch um ein Kurzfazit bitten, wo du einfach mal ein paar wenige Worte noch verlierst, wie es dir insgesamt gefallen hat, gern auch da, dass du dann irgendwie Punkte vergibst auf einer Skala zwischen 0 und 5 Punkten, wo 0 eine ziemliche Katastrophe ist und 5 ein absolutes Meisterwerk. Das wäre ganz nett. Kurzfazit mit Punktevergabe und ja, vielleicht kannst du auch noch eine Zielgruppe irgendwie definieren. Okay, wir machen es kurz und knackig. Porträt einer jungen Frau in Flammen ist ein wunderbarer Blick in die Vergangenheit, der aber zugleich Probleme der Gegenwart ein bisschen behandelt und in dem man sich auch vielleicht ein bisschen selbst wiedererkennen kann. Vielleicht aber nur. Insgesamt würde ich sogar 4 von 5 Punkten geben, weil er ist wirklich ein sehr schöner Film und man fiebert auch ein bisschen mit den Charakteren und ihrer Romanze, wie sich das Ganze entwickelt. Auch wenn es zum Teil ein bisschen träge ist, beziehungsweise sich auch zeitweise im Kreis dreht, also es sich nicht sonderlich weiterentwickelt. Aber das kann man dem Film verzeihen. Als Zielgruppe, ja, ich würde schon eher den Arthouse-Zuschauer dafür veranschlagen. Und in dem Bereich, ja, wer mit POP, Sozialkommentar und sowas, alles was anfangen kann, die können da reingehen. Romanze auch gut. Also da kann jeder was aus dem Film rausziehen. Ja, geil. Das ist ja doch ein sehr positives Fazit. Das freut mich wirklich sehr. Ich freue mich auch immer, wenn es überhaupt französische Filme gibt, die jetzt nicht einfach nur irgendwelchen Klischees entsprechen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen was Neues einfach zu bieten haben. Finde ich großartig. Und was ich auch großartig finde, ist, dass du ja nicht nur geile Filme guckst und gelegentlich mal beim Telestartisch zu hören bist. Du machst ja nebenbei auch noch eine Menge andere Sachen. Wo kann man dich denn sonst noch so finden, wenn du hier nicht gerade zu Gast bist? Mich kann man unter anderem auf Twitter finden, unter There Are Palms. Müsste das sein? Dann schreibe ich noch im Popcorn und Nachos Blog. Und wir haben auch einen eigenen Podcast, der immer wöchentlich erscheint. Da quatsche ich mit Flo, das ist mein Kollege aus Köln, immer über, ja, was haben wir so zuletzt gesehen und ein, zwei Filme, die irgendwas mit den anstehenden Filmstarts zu tun haben. Ja, sau cool. Wie immer werde ich alle relevanten, ja, einfach Links zu euren Projekten und eben auch zu dir in den Shownotes dann verlinken, sodass man das auf gar keinen Fall übersehen kann und vor allem auch mal die Gelegenheit gibt, da mal genauer reinzugucken und vor allem auch reinzuhören, was ihr macht. Gerade zu Podcast-Kollegen verlinke ich doch gern. Mike, es war mir eine riesengroße Freude und ich hoffe, wir können das schon zeitnah bei einem anderen Film wiederholen. Ja, auf jeden Fall. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, hier sind Steffen. Und Kathi. Warte. Was? Fangen wir mal von vorne an, ich war verwirrt. Es tut mir leid. Okay. Hallo, hier sind Steffen und Kathi vom... Und Kathi. Video... Hallo, hier ist der Videomitschnitt-Podcast, vertreten durch Steffen und Kathi. Und Kathi. Hört das nochmal auf? Okay. Hallo, hier ist der Videomitschnitt-Podcast, vertreten durch Steffen und Kathi. Und du ich hast. Bin Steffen.
Genau, du bist Steffen und du hast einen Film gesehen. Ich hab gestern einen Film gesehen in einer Pressevorführung. Genau, du warst in der Pressevorführung zu Invisible Sue, plötzlich unsichtbar. Ein Superheldenfilm mit und für Kinder. Super. Und heldenhaft. Großartig. Ja, Superheldenfilm ist ja schon mal irgendwie gerade sehr beliebt. Ja. Funktioniert es denn? Woher kommt der Film? Kann er mithalten? Erzähl doch mal, worum geht's überhaupt? Gib mir doch mal die Rahmendatum. Ja. Invisible Sue ist ein Kinospielfilm von Markus Dietrich mit Ruby M. Lichtenberg, Anna Schirin, Habedank, Louis Eckert, Victoria Meyer, Luke Schiltz, Jean Werner, Patrick Haster, Tanja Seibt, Joyce Ilk ist mit dabei in der Nebenrolle. Ist eine deutsch-luxemburgische Produktion, was ich schon mal sehr beeindruckend fand und geht ungefähr 1,5 Stunden. Ja, deutscher Superheldenfilm für Kinder. Mhm. Da wären wir wieder bei dem Thema Genrefilm in Deutschland. Ja. Ich finde, was der Film halt besonders gut macht, ist, dass er sich so ein bisschen an dieses Marvel Cinematic Universe anbietet. Mhm. Der geht also tatsächlich schon direkt los mit so Comic-Seiten, die so ins Bild reingeschoben werden. So na, wie bei einem Marvel-Film, nur in diesem Fall in Blau. Und das Setting ist halt auch, ja, es gibt Comics in dieser Welt und Superhelden und die junge Sue oder Susanne, wie sie eigentlich heißt, möchte aber lieber Sue genannt werden, ist so die Außenseiterin in der Schule. Ne? Also fühlt sich auch immer wie unsichtbar. Die Eltern kümmern sich nicht um sie. Der Vater ist, glaube ich, Musiker, immer auf Tour und auf Probe. Die Mutter ist Wissenschaftlerin. Mhm. Und ja, also ihre Superhelden-Origin ist im Grunde genommen, dass der Vater und sie ein Experiment der Mutter durcheinander bringen und Sue bei einem Laborunfall ihre Kräfte bekommt. Und dann plötzlich halt eben unsichtbar werden kann. Immer wenn ihr heiß wird, also auch gefühlt heiß wird, wird sie unsichtbar. Und wenn ihr dann kälter wird, ist sie wieder sichtbar. Was ich im ersten Moment schon mal richtig geil finde, weil das kann Teenagern ja schon mal passieren, dass denen in so einer unverhofften Situation plötzlich heiß wird. Mhm. So diese hormonelle Veränderung in der Pubertät und sowas. Und das kommt auch ein paar Mal vor. Dann wird die Mutter vermeintlich entführt. Und sie und ihre beiden Freunde App, also das ist die Erfinderin, so das Nerdgirl praktisch, die macht so ihre ganze Technik und die ganzen Gadgets und die Gimmicks und dann ihr bester Kumpel aus der Schule, Tobi, die versuchen jetzt die Mutter mehr oder weniger zu befreien, zu retten vor dem vermeintlich bösen Chef der ganzen Organisation. Das Ganze gibt noch ein paar Twists und so ein paar, also das stellt sich hinterher raus, es ist nicht alles so, wie es scheint. Mhm. Also die Schurken sind nicht die Schurken und die Guten sind auch nicht die Guten. Das fand ich sehr interessant. Also es hatte doch ein paar sehr große Wendungen in der Handlung. Das kann man schon mal so sagen. Okay, das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Die Hauptfigur Sue, genau, ist die, du sagst, die stolpert so ein bisschen in diese Superkräfte rein, weil die Mutter Wissenschaftlerin ist, ein Laborunfall. Was ist sie denn für ein Typ? Ist sie sonst eher so, also du hast klar gesagt, sie ist die Unsichtbare und die Stille, aber ist sie so eine Büchereule oder wie muss sie sich dann erst ewig damit anfreunden, dass sie Superheldenkräfte hat? Also sie ist halt Comic-Fan. Mhm. Es gibt in dieser Welt eine Superheldin oder einen Superhelden-Comic namens Supermoon. Das ist so eine Rächerin in einem blauen Umhang mit einer Kapuze und Farbe im Gesicht. Die wird gar nicht so großartig beschrieben. Es gibt ein paar Comic-Seiten, die eingeblendet werden. Aber sonst erfährt man über Sue gar nicht so viel. Also sie hat eigentlich auch gar nicht so viele Eigenschaften, was mich ein bisschen gestört hat. Also außer Comic-Fan zu sein. Es wird immer so gesagt, ach nee, Comics, das ist doch für Kinder und für Nerds und für Loser und dies und das. So, aber mehr erfährt man über sie tatsächlich gar nicht. Also sie bleibt da doch sehr eindimensional. Tobi ist so der sportliche Typ, der kann dann so Fahrradtricks. Und App oder Freya, wie sie im bürgerlichen Namen heißt, ist so der Technikfreak. Aber die Figuren bleiben im Film relativ ohne Eigenschaften. Das hat mich sehr gestört. Also das, wo ich dachte, so, man erfährt doch mal so ein bisschen. So Sue macht oft so einen zurückgestoßenen Eindruck und dann auch so in sich gekehrt, ist aber trotzdem irgendwie flippig und modern. Und also das, also ihr Charakter ist nicht ganz greifbar in dem Film, mhm, tatsächlich. Das fand ich ein bisschen anstrengend, dass man so einen Hotspotch, also je nachdem, wie es die Situation erforderte, hat man sie dann reagieren lassen. Aber sie war als Figur selber nicht besonders stringent. Okay. Aber ich finde es ja schon mal schön, dass die Mädels jetzt nicht nur so die Mädchen, mhm, klassischen Rollenbilder, Mädchen-Hobbys bekommen haben, so offenbar.
Du hast gesagt, du hast ihn in der Pressevorführung gesehen. Jetzt ist es aber ein Film für Kinder. A, für welches Alter? Und B, waren da Kinder, deren Reaktion du beobachten konntest? Ja, das war besonders. In der Einladung stand schon, kommt gerne mit Kindern. Und ich weiß nicht, wie das genau zusammenhängt. Ich habe ja jetzt mit den Pressevorführungen auch noch nicht allzu viel Erfahrung. Da saßen aber vorne eine ganze Kindergruppe von, ich glaube, 20 Kindern. Mhm. Alle im Alter von, ich hatte gesagt, 7 bis 10. Okay. Also relativ jung. Der Film ist, glaube ich, mit einer FSK ab 6 oder sowas. Oder vielleicht auch ohne. Ich muss das mal eben im Material nachgucken. Steht hier gar nicht. Normalerweise würde ich das da vorne draufschreiben. Ist auch nicht so wichtig. Also für die Kinder, die da waren, war der Film auf jeden Fall geeignet. Er war nicht übermäßig brutal oder gruselig. Sehr düster allerdings. Mhm. Für einen Kinderfilm, das ist mir aufgefallen. Also ich glaube, die Kinder, die da waren, hätten das gut gefunden, wenn es ein bisschen lustiger gewesen wäre. Es gab ein paar Slapstick-Szenen, es gab ein paar Action-Szenen und so eine wirkliche Szene, die wirklich lustig war, wo ich selber auch so lachen musste, so eine Dialogsequenz, wo Tobi dann plötzlich aus der Deckung kommt und sich rechtfertigen muss vor den Erwachsenen. Da haben die Kinder auch gelacht, das fanden sie witzig. Aber also für die anwesende Kindergruppe, ich durfte halt hinterher bei der Befragung der Kinder nicht dabei sein. Deswegen konnte ich jetzt nicht sagen, was wie die darauf reagiert haben. Ich bin dann vorher rausgebeten worden. Mein Pressekontakt hätte mir noch angeboten, da mit reinzulauschen, hat mich aber doch vorher schon rausgebeten. Was ich in dem Fall ein bisschen ärgerlich fand. Mein Eindruck, also aus meiner eigenen Guckerfahrung, das ist ja nicht der erste Superheldenfilm für Kinder, den ich gesehen habe. Wir haben ja gemeinsam, ich glaube, den dritten Endboy geguckt. Ja. Ich kenne auch alle anderen Endboy-Filme. Das ist eine dänische Filmreihe, die, glaube ich, in den 3 Teilen noch abgeschlossen ist. Mhm. Die ist da deutlich abwechslungsreicher vom Humor. Gerade der erste geht viel stärker auf Slapstick um und der hat auch sehr viel absurdere Superkräfte. Also der hat zum Beispiel so eine säurehaltige Pipi. Mhm. Das heißt, wenn er irgendwo dran pinkelt, kann er auch Schlösser knacken und damit entfernen. Und Sue kann sich halt in Anführungszeichen nur unsichtbar machen. Und das wird auch schon gut eingesetzt, weil sie sich natürlich trotz alledem mit ihren eigentlichen Eigenschaften durchbeißen muss. Sie hat auch also so ein bisschen wie so ein Heilungsfaktor, der ist schon auch mit dabei. Aber sie ist jetzt nicht super stark oder super ausdauerfähig oder sowas, sondern sie ist halt immer noch ein normales Kind. Auch vor allem psychisch ist sie halt ein normales Kind. Und auf der persönlichen Ebene punktet der Film für mich dann wieder schon. Weil so dieses Unsichtbarwerden ist natürlich auch direkt eine Anspielung darauf, dass Kinder sich eben oft auch ausgeschlossen fühlen. Mhm. Und dieses Mittel, was sie halt bekommen, dieser Stoff, der lässt Menschen immer jeweils anders mutieren. Und eine der Schurken, das ist eine Shapeshifterin, die möchte halt immer gerne jemand anderes sein. Mhm. Und das lässt sie sich eben dann eben mit ihren Superkräften in jemand anderen verwandeln, den sie möchte. Also es ist immer auch so typenabhängig. Mhm. Ne? Ansonsten, es gibt halt total viele Elemente, die an andere Superheldenfilme erinnern. So, man wird sich an die X-Men erinnert fühlen, ist, glaube ich, so einer der Punkte. Es gibt in den Ecken und an allen Ecken und Kanten überall so Anspielungen auf Comicfilme und Comic-Superhelden. Also eins kann ich ja mal verraten. Sue macht ihren Spind auf. Und dann ist da ein Aufkleber an ihrem Spind, Cap was right. Also irgendwie so ein Civil War, Marvel, MCU-Anspielung. Und alleine ihr Name, Invisible Sue, ist ja eine Anspielung auf Sue Storm von den Fantastic Four, die auch unsichtbar werden kann. Also die wissen schon, wovon sie reden in dem Film. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es wie bei anderen so Superhelden-Rip-Off-Filmen ist, nach dem Motto, ja, wir lassen die Figur jetzt einen Comic lesen und dann war es das. Wir haben selber eigentlich gar keine Ahnung, wie Comics funktionieren. Mhm. Das soll aber jetzt irgendwie so ein Comicfilm sein. Sondern ich hatte schon, ähnlich wie es bei der Endboy-Reihe ist, das Gefühl, dass da Leute am Werk sind, die wirklich mit den Comics auch groß geworden sind und auch wissen, worauf sie dann anspielen, wenn sie Anspielungen machen. Okay, genau. Cool. Apropos Superkräfte und Motivation der Charaktere. Jetzt ist es ja so in meiner Erfahrungswelt, dass Unsichtbarkeit, abgesehen von dem Beispiel, das du gerade schon genannt hast, eher so eine schurkische Eigenschaft oft ist, weil es ja schon dazu verleitet, Leute auszuspionieren und für eigene Zwecke. Wird das mitverhandelt, die Versuchungen, die mit den Superkräften einhergehen, oder bewegt sich der Film eher dann so im Teenager-Problembereich? Also, nein. Also, sie könnte damit anders umgehen, das wird auch gar nicht angesprochen, dass sie damit, also sie ist auch nicht so eine Person, wo ich jetzt sagen würde, sie würde das für ihre eigenen Zwecke ausnutzen, weil sie hat ja keine Eigenschaften. Also sie ist ja eher, was ganz lustig ist, obwohl sie unsichtbar ist, so eine Projektionsfläche für die Handlung so ein Stück weit. Sie muss ja das erfüllen.
Also so dieses, was kann ich mit meinen Kräften eigentlich machen, wird gar nicht so verhandelt, sondern es ist halt ähnlich wie im Spider-Man-Film, wo sie dann eines Morgens feststellt, mein Arm ist weg, weil der Arm als einziger unter der warmen Bettdecke gelegen hat und der restliche Körper eben nicht. Und dann wird ihr halt mal ein bisschen schlecht und dann muss sie sich übergeben. So, aber so die Folgen dieser Verwandlung, die werden schon bewusst noch, dass es kribbelt und manchmal wehtut, dass sie unsichtbar ist. Aber eigentlich macht sie damit eher nur gute Sachen. Also ne, eben in dieses Ding einbrechen, in das Labor einbrechen, Sachen da rauszuholen, um ihre Mutter zu retten und so weiter und so fort. Oder halt eben vor Leuten zu fliehen, wenn sie da gerade noch gewesen ist. Aber also sie ist da schon eindeutig durch und durch Heldin. Also das kann man schon sagen. Und das hatte ich, glaube ich, dann auch gestern bei der Befragung gesagt, ich finde es großartig, das hätte man problemlos mit einem Jungen drehen können. Das wäre der einfache Weg gewesen. Das mit einem Mädchen zu machen, war für mich der richtige Weg, weil ihr Geschlecht hier keine Rolle spielt, keine Größe angelegte. Sehr schön. Ja, finde ich gut, ja. Genau, für mehr weibliche Superheldinnen. Auch für Jungs geeignet, vollkommen problemlos. Genau, das wäre jetzt so die nächste Frage gewesen. Schränkt es denn irgendwie ein? Es ist so ein bisschen so dieses, da ist halt eine Liebesgeschichte drin zwischen ihr und Tobi. Die hätte für mich da nicht reingemusst. Ich weiß nicht, warum so Kinderfilme das gerne machen. Ja, die erste Liebe und so ein bisschen Romantik, das sind auch Themen, die Kinder interessieren, die Kinder auch passieren können. Ich weiß, dass es dann irgendwann während des Films den ersten Kuss gab zwischen den beiden Figuren und ein Kind sagte laut, bäh, so im Publikum. Das sagt alles. So, also das war jetzt nicht so eine breite Reaktion im Saal, dass alle gesagt haben, ach nee, das muss aber jetzt nicht sein. Ich für meinen Teil wäre aber auch okay damit gewesen, wenn jetzt der Junge nicht auch noch ein Love Interest gewesen wird, zu einem Love Interest gemacht wird, weil das halt genauso benutzt wird wie, also er wird in Gefahr gebracht, sie muss ihn retten, es gibt eine Nebenbuhlerin um den Jungen, gegen den Sue sich behaupten muss, gegen die Sue sich behaupten muss, so rum. Und das ist alles so furchtbar konstruiert und ich fand den Film spannend an den richtigen Situationen, das kann man schon sagen. Aber also durch diese Liebesgeschichte hat der Film sich eher ein bisschen was kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also die Zeit hätte man auch darauf verwenden können, vielleicht ein bisschen lustiger zu sein. Also das hätte mir, also für mich als Kind, und ich konsumiere ja sehr viele Medien, die ursprünglich für Kinder gedacht sind, war es mir tatsächlich eher einen Tacken zu unlustig. Und, das hatten wir gestern schon mal kurz drüber gesprochen, der Film rasselt durch den Bechdel-Test. Das ist ein Kinderfilm, der durch den Bechdel-Test rasselt, weil die beiden weiblichen Figuren in einer Szene wirklich um dieses, ach, du bist ja in Tobi verliebt, ach, dies und das und das. Die reden schon noch über andere Dinge. Aber ich glaube, der Bechdel-Test ist so definiert, dass Figuren eben nicht über dieses Thema reden sollen. Ich glaube, er ist so definiert, Bechdel-Wallace-Test heißt er, glaube ich, auch ganz offiziell, weil es von zwei Frauen entwickelt wurde. Man darf auch beiden Credit geben. Genau. Der Bechdel-Test ist so definiert, dass es mindestens zwei Frauen geben muss, die miteinander sprechen, ohne dass es dabei um einen Mann geht. Das heißt nicht, dass sie gar kein Gespräch über Männer führen dürfen, aber sie müssen auch über was anderes miteinander reden. Es gibt mehr weibliche Figuren, es gibt auf der Schurkenseite, auch die Schurkin ist eben weiblich und auch die Drahtzieherin hinter dem allen ist eine Frau, also da ist die weibliche Perspektive, aber die unterhalten sich nicht miteinander, die interagieren so gut wie nicht miteinander, da findet einfach nichts statt und wie gesagt, das vorherrschendste hauptsächliche Pärchen, weibliche Pärchen vor der Kamera ist eben Ab und Sue. Und es gibt eben diese eine Szene, bevor Sue eben ihre Superkräfte, ihren Anzug, praktisch ihr Kostüm kriegt. Und da kommt nämlich eben genau dieses Ding. Und ich habe da gesessen und dachte, warum reden 14-jährige Kinder schon in dem Maße über sowas? Also warum ist das selbst da so wichtig, dass sie das verhandeln müssen? Ja, und vor allem in der Situation, wo man ja spannendere Sachen gerade hat. Also unsichtbar sein Fan hätte ich zu jeder Zeit meines Lebens. Und es ist halt auch so, es ist halt in dem Moment auch so mega klischeehaft. So, Und ich dachte so, hätte nicht sein müssen. Auch dieser ganze Plot hätte für mich nicht sein müssen. Okay. Ich fand ihn dennoch, also die haben das schon durchgezogen. Das ist ein düsterer, spannender Superheldenfilm für Kinder. Okay. Also das ist, der hat nicht so dieses Marvel-lustige, da sind zwei, drei Gags drin. Aber ich war überrascht, dass man halt auch einen halbwegs ernsten, trotzdem bunten und comichaften Film für Kinder machen kann.
der sich stilistisch wirklich ans MCU hält. Also das ist total abgefahren. Die haben genau gewusst, was, was da abgeht. Ja. Wo du gerade sagst, stilistisch, wie funktioniert es denn mit der Optik? Sind da viele Special Effects drin? Sehen die gut aus, wenn sie drin sind? Also man sieht die Verwandlung der Schurken einmal, die wird aber unsichtbar und ist dann als andere Person wieder da kurz. Mhm. Das passiert sonst gerne mal off-camera. Mhm. Wenn es zu unsichtbar wird, das sieht glaubhaft aus. Mhm. Die haben die Superkräfte aber wahrscheinlich auch absichtlich ein bisschen down to earth gelassen, sodass man das eben ohne größere Special Effects lösen kann. Der vorherrschendste Special Effect ist Alfred. Alfred ist ein sprechender Supercomputer und der sieht aus wie Jarvis in Age of Ultron, wenn du dich erinnerst, diese Computerblase, die so im Raum steht. Der ist auch daran angelehnt, eindeutig an Jarvis. Und der ist auch, glaube ich, die witzigste Figur in dem Film. Okay. Weil er halt immer so schlaue Sprüche macht. Und Tobi und er geben sich immer so gegenseitig so so die Kante und machen so Sprüche zueinander. Das ist, glaube ich, so, dass also Alfred in dem Fall ist wirklich so der Humor in dem Film, das bisschen, was da ist. Weil der wirklich, also wirklich sehr ironische, sehr zynische Kommentare macht. So ein Spruch, dass er halt eben nur auf Sue antwortet und auf das, was Sue sagt, antwortet und nicht auf das, was Tobi. Und dann beschwert sich Tobi darüber. Und dann sagt Alfred halt, ja, ich kann irgendwie 10 hoch 12 Millionen Operationen in einer Sekunde gleichzeitig ausführen. Und du kannst nicht mal allgemeine Algebra. Habe ich auf den Boden gelegt. Das war ja der besten Sprüche. Das ist Alfred. Und der ist wirklich eine coole Figur. Und der ist halt auch immer als CGI-Effekt im Bild. Und das sieht gut aus. Also das haben sie gut hingekriegt. Ist aber im Jahre 2019 auch von einem deutschen-luxemburgischen Film, sollte das zu erwarten sein. Also da, dass es zu erwarten sein sollte, heißt ja nicht, dass es immer da ist. Wir haben auch schon Schlechteres gesehen. Insgesamt, wir haben ja ein paar Kinderfilme und Filme für junge Jugendliche zusammen schon gesehen. Von einigen waren wir sehr enttäuscht, weil sie dann doch, also sowas wie Robbie, Tobi und das Liebertüt so sehr platt umgehen, auch mit den Schurken und allem. Das klang jetzt bisher nicht so, was du erzählt hast. Man erfährt auch über die Schurken nicht besonders viel. Das ist auch alles so nach diesem Muster, ja, ich will die Welt regieren und super reich werden und das versuche ich jetzt durch dieses Mittel zu erreichen. Das ist auch relativ plakativ. Das ist aber für einen Film von 90 Minuten und für einen Kinderfilm von 90 Minuten genauso komplex, wie es für dieses eine Mal reicht. Es wirkt am Ende so, als könnte man keine Fortsetzung machen, weil es zu augenscheinlich ihre Kräfte verliert. Da stellt sich dann hinterher raus, stimmt nicht. Man lässt es auch so ein bisschen offen. Also ich könnte mir halt vorstellen, dass das genauso wie Ant-Boy aus Dänemark was wird, wo man nochmal hingehen könnte und einen zweiten Teil macht. Weil, also gerade was so die Ausstattung angeht, war das schon mega cool. Das sind auch Figuren, mit denen ich nochmal wieder Zeit verbringen möchte. So, das war schon alles. Es war nicht nur nett gemeint, es war auch gut gemacht. Okay. So, ne? Und das hat mir dann doch sehr gut gefallen. Also das, auch wenn das natürlich alles so ein bisschen nach Schema F war, aber am Ende des Tages ist das halt immer noch ein Kinderfilm gewesen und eben kein super ausgeklügeltes 22-Filme-Mega-Franchise. Ne? Okay. Wir haben ja Patenkinder, mehr oder weniger, zwei große Mädels, die 12 und 13 sind jetzt. Denkst du, die hätten Bock drauf? Ja, also das ist, glaube ich, für die beiden genauso, genau der Film. Also die Kinder sollten schon so 10, 11 Jahre alt sein. Ich glaube, die Kids, die den Film gesehen haben, waren einen Tacken zu jung. Okay. Die mit mir geguckt haben. Also nicht problematisch in dem Sinne, dass es zu brutal wäre oder so, aber vom Verständnis her dann wahrscheinlich. Der Film ist nicht besonders gut darin, die Motive, die er behandelt, auch dann zu benennen. Das heißt, zu diesem Teil, ich fühle mich immer von meinen Eltern weggedrängt, den musst du dir schon irgendwie selbst dazu denken und du musst diese Gefühle oder diese Erlebnisse auch gemacht haben. Okay. Gut. Kommen wir zur Sternebewertung und zur allgemeinen Empfehlungsaussprechung, würde ich sagen, wenn du nicht noch irgendwas ganz Wichtiges zu ergänzen hast. Okay. Das war's schon, ja. Empfehlung, ja. Ob er sich auf der Kinoleinwand lohnt, weiß ich nicht. Guckt euch den Trailer an, mit den Kindern gerne auch zusammen und entscheidet, ob die Kinder das im Kino sehen wollen. Sonst ist das vielleicht auch eher einer was fürs Heimkino. Aber das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr dann bereit seid, für den Film Geld auszugeben. Aber er ist halt für einen Kinderfilm gut guckbar. Ich habe ihm bei Letterboxd 3 Sterne gegeben. Okay. Weil also absolut in der gleichen Liga spielt wie die Ant-Boy-Filme, auch wenn die natürlich mit den Kostümen noch ein bisschen geiler sind, da sind die Superkräfte alle ein bisschen cooler, da sind die Figuren auch ein bisschen besser ausgearbeitet. Gerade der dritte Ant-Boy, der ist ja, also meiner Meinung nach ist der dritte Ant-Boy auch der beste der Reihe, das wird von den anderen Leuten bei Letterboxd ein bisschen anders gesehen. ich fand es ein
großartiges, passables Finale. Also guckt auch gerne, wenn ihr den geguckt habt, jetzt Invisible 2, auch nochmal die Endboy-Trilogie. Kann ich auch mega gut empfehlen. Ja. Bei Endboy muss ich sagen, also kann ich sagen, da gibt es ja Buchvorlagen dazu. Ja. Also sprich, ausgearbeitete Charaktere sind da schon mal da, die du gegebenenfalls vielleicht einfach leichter auf eine Leinwand bringst, als wenn du das Originalstoff... Und du hast gerade das Wort Buchvorlage gesagt. Es gibt aus den 50ern, ich glaube, ein holländisches Kinderbuch namens Abeltje. Mhm. Abeltje, der Liftboy. Da gibt es aus den späten 90ern eine Verfilmung. Das ist eigentlich im Kern auch ein Superheldenfilm für Kinder. Mhm. Weil Abeltje mit seinem Lift eben auch durch die Gegend fliegt. Und den habe ich auch vor 15 Jahren das erste Mal gesehen. Vielleicht auch zum letzten Mal, ich weiß es nicht mehr. Wenn die Kinder den gesehen haben und gut fanden, der ist natürlich sehr viel bunter sehr viel heller, der spielt hauptsächlich auch am Tag und nicht so wie Sue an Invisible Sue in der Nacht. Aber das ist auch so eine Kategorie. Also wenn ihr Abeltje kennt, ich glaube, es ist ein holländischer Film, der auch auf dem Kinderkanal und auch, ich glaube, auch im Goldenen Spatz gewonnen hat, genauso wie Invisible Sue, dann auf jeden Fall mal reingucken. Witzigerweise, das muss ich noch dazu sagen, der Abspann lief und die Kinder mussten ja drinbleiben, irgendwie in der Befragung. Und dann liefen so die ganzen Produktionsstudios und Fernsehsender durch. Und dann war dann auch kurz das Kika-Logo zu sehen. Und die Kinder freuten sich, weil sie die Kika kannten. Das war total cool. Ja, dann würde ich sagen, sind wir mit Invisible 2 durch. Vielen Dank. Ja, danke auch für die Fragen. Fürs Gucken und Beurteilen und Erzählen. Und dann noch... Prösterchen und viel Spaß beim Telestammtisch. Genau, tschüss.